Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Ja, und ja, hatten wir ein... ja, und ich weiß ja nicht so wirklich, was ich machen soll. Ich habe so viele Dedra-Quests, aber eigentlich will ich nicht so viele, weil sie sind schon geil immer machen. Deswegen dachte ich mir, ich kann einfach mal hier die Forsworn Conspiracy, also die verschworenen Dings da, oder wie die immer heißen. Weil die ausgeschworenen, irgendwie sowas heißt das. Da war ja diese Ereignisse, die da in Markard waren, die sollten wir ja ursprünglich mal untersuchen. Und ich denke, das ist eine gute Sache, dass wir das mal machen. Dass wir einfach mal sagen, wir untersuchen hier diese Ereignisse, die dann... Weil dieser Vorfall auf dem Markt, mitten am Tag, dass da jemand umgebracht wurde. Ich weiß noch, dass wir da irgendwann mal ganz früh dabei waren. Folge 30, Folge 40 von dem Let's Play oder so. Und irgendwann muss das ja mal aufgedeckt werden. Denke ich doch mal. Nein, nicht für so ein Rocky, weißt du? Okay. Jo. Das Silberblatt in eine Taverne. Wie man sie kennt. Mhm. Oh. Sure, why not? Hey Pip, way! How did your brother die? Your brother took an horde of Forsworn by himself? How did the invasion end? A frontal assault seems out of character, even if they were stragglers. Dwarven levers don't get stuck, the smells of food play. They would have waved, pillaged, then waved some more. Angavir the hero? Wave, yes, stupid also, your brother should have run inside. Now. Frontal assault seems out of character, even if they were stragglers.
How trustworthy is the Wolfmare? Aber ich finde, da fehlt mir noch so ein paar Infos. Also was, wenn wir sagen würden, einfach Dwemer-Schalter geh nicht kaputt. Oh, wo bist du denn? Ja, das hatten wir schon mal. This Wolfmar Fellow is obviously a trader. Tell me about your brother. Ja, was denn mit dir? Ich glaube, wir müssen dich gleich mitnehmen, so als Begleiterin, wenn du eine Begleiterin bist. He sounds like a vampire. We always remember the dead as honorable. I bet he was a lazy drunk like you. He sounds like a good man and an honest one. Aber ich will eigentlich die Vampir-Option und die untere wissen. Ach, das ist immer schön, wenn ich die Gesprächsoption nochmal machen kann, um die anderen Optionen mal zu nutzen. He sounds like a vampire. Das ist interessant mit den beiden Optionen. Also auch, dass er da so sagt, ach, das, also ich meine, es klang wie ein Vampir so, aber ja, na gut. How do you lose your eye? Ich sehe dich von hinten, ich weiß nicht, wie du ob du dein Auge überhaupt verloren hast. Wow. Oh, könnte sein.
You should be embarrassed. The mud grab? I'm embarrassed to be seen with you. Clario. I could have told you his potions where he grabbed him again. There's nothing to be ashamed of. You did your best night. Ich komm. Mud grab? Ja, natürlich. What is your opinion on the silver bloods? That's a bit naive, don't you think? Only the worst kind of filth takes a bribe. Sounds like Nords to me. The Nords are indeed in honorable ways. Bribes are beneath them. Also eigentlich klingt das zweite schon, ne? So, only the worst kind of filth takes a bribe. Ich meine, sowas machen eigentlich wirklich nur die Nord. Okay. Okay. I'm curious about your uniform, Charlie Foxwood. Ja, jetzt ist die Folge eh fast vorbei. Da kann ich ja noch mit der dann reden. Ja, euch. Ja, die kommt ja nicht mit, ne? Das funktioniert nicht. Na toll. Ich kann die nicht zur Begleiterin machen. Oder doch? Nein, die ist einfach nur so losgegangen. Mein Gott, Erdbeben! Oh, der. Ich weiß, dass wenn ich nach Arbeit frage oder irgendwelche News. Aber nee. Ne, bei News or Rumors kamen die ganzen interesting NPC-Dinger. Das heißt, das ist doch gut, aber diese Suche nach Arbeit. Oh. Das ist da natürlich eher so. Ja. Ich habe übrigens jetzt wieder, ich hatte es irgendwie aus Versehen vergessen zu installieren, Cutthroat Merchants. Darin sehen wir halt, dass alles extrem teuer ist von denen. Und die Sachen nur für extrem wenig Geld kaufen. Guck mal, wir können das Brot für ein Gold verkaufen, während er es uns halt für 24 verkauft hat. Gut, das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel oder so, aber es ist schon eine Menge. Oh, das ist eine Prostituierte. Also Prostituierter. Irgendwas dabei? Ja. Ah ja. Mit dir rede ich später. Jeriel, mit dir kann ich ja leider nicht reden. Ah, okay. Ja, und du bist eh ne. Was?
Achso. Ach, das ist der Prostituierte. Das ist er. Ogni Wet Arm. Naja, ich mach mal hier einen Cut an dieser Stelle schon. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und ciao.